Ängsten, Bedenken zuzugeben. Die Gräber in der Akropolis, Agamemnon und seinen Gefährten zuschreiben, vollkommen richtig und wahr sein mag. Pausanias schreibt, Agamemnon sei innerhalb der Burgmauern begraben, während Clytemnestra und Aigisthos außerhalb liegen. Warum das so ist? Es ist der Mythologie geschuldet. Natürlich kannte vor 2000 Jahren jeder Grieche die Erzählungen um Agamemnon und seinen gewaltsamen Tod. Agamemnon kehrt siegreich aus Troja zurück. Ihm gefällt die Tochter des trojanischen Königs Kassandra. Aber auch seine Ehefrau Clytemnestra weicht alleine im mykenischen Palast umher, während die griechischen Helden lange Jahre vor Troja kämpfen. Ihr Geliebter Aigisthos. Als Agamemnon mit Kassandra in Mykene eintraf, wurde er von Aigisthos und Clytemnestra beseitigt. Aigisthos war nun König über Mykene. Auch Kassandra töteten sie. Elektra, eine Tochter des Agamemnon, brachte heimlich ihren Bruder Orest. Als Orest ein Mann geworden war, ging er heimlich nach Mykene und tötete seine Mutter und den Aigisthos. Und verfällt lange Jahre dem Wahnsinn. So steht es in der griechischen Sagenanthologie der sogenannten Bibliothek Apollodors. Viel Stoff für die großen griechischen Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides. Übrigens, um den Wahrheitsgehalt der Dramen zu untermauern, versucht Schliemann zu beweisen, dass zumindest Euripides von den drei großen Dramatikern Mykene besucht haben musste. Klingt natürlich so, als würde man beweisen, dass Talmai in Amerika gewesen sei. Doch Schliemann gräbt Mykene innerhalb der Mauern, hat Glück und wird tatsächlich fündig. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ein König von Mykene mit Namen Agamemnon eine Prinzessin Kassandra und ihre Begleiter verräterischerweise ermordet wurden. Und ich hatte festes Vertrauen zu der Angabe Pausanias, dass die Personen in der Akropolis begraben wurden.
Und repräsentativ für die Welt, warum? Weil die Werbung die Menschen in Konsumenten und Produzenten einteilt oder wie man will? Nein, sondern die Bedingungen innerhalb der Branche oder beziehungsweise der Bezug zu dem, was man tut am Tag. Also der Mensch besteht ja nun nicht nur aus Schlafen, Essen und Sexualität, sondern er geht eben einem Tagewerk nach, auch um sich sinnhaft zu fühlen, hoffentlich. Und ich frage mich doch wirklich, wie der überwiegende Teil der Bevölkerung der Erde in westlichen zivilisierten Ländern es schafft, aus seiner sitzenden Bürotätigkeit einen Sinn zu ziehen. Aber das geht ja nicht nur auf die Werbung. Also nee, was sagen Sie einem Verkäufer? Also. Das stimmt, tatsächlich. Aber in der Werbung habe ich es, glaube ich, am allerdeutlichsten. Was man dort macht, das ist ja eigentlich Glanzverpackung. Und damit meine ich jetzt gar nicht die physische Glanzverpackung, das entsteht natürlich dort auch. Aber man versucht, aus Luft Begehrlichkeit herzustellen für ein beliebiges Produkt. Und irgendwann kommt man dahinter, dass sich innerhalb dieser Glanzverpackung genau nichts verändert. Und sobald man das mal im Kopf hat, dieses Bild, fühlt man sich wie in einem dystopischen Albtraum, ich jedenfalls. Was sind denn für Sie Ihre Leser? Also, weil wir über Konsumenten und Produzenten gesprochen haben, sind Ihre Leser für Sie am Ende auch nur Konsumenten oder was anderes? Oh Gott, ich hoffe nicht. Also, ich kenne meine Leser zum größten Teil natürlich nicht, sondern das ist leider unbekannte Gesichter. Gerade ist ja meine Lesereise wegen Corona auch abgesagt worden oder verschoben worden auf den Herbst, wenn ich Glück habe. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis ich ein bisschen Kontakt zu meinen Lesern und Leserinnen bekomme. Aber tatsächlich erreichen mich auch viele Zuschriften per Brief und auch per E-Mail. Und ich hatte den Eindruck, ich werde überwiegend von Frauen gelesen. Das ist nun kein so singulärer Eindruck. Der Buchmarkt ist nun mal weiblich, überwiegend jedenfalls. Also morgen 28. Und die mir wirklich auch wohlformulierte, reflektierte Mails schreiben, das sind Frauen, Anfang 20, Mitte 20 bis so Mitte 40, Anfang 50. Die schreiben mir aber nicht als Konsumenten, sondern die teilen mir ihre Gedanken zu dem, was ich da geschrieben habe. Und manchmal kommt auch ein Gespräch zustande, was ich dann wirklich besonders beglückend finde, weil ich über ein sensibles Thema schreibe, was mich selber auch enorm angeht. Und ich tatsächlich froh bin, dass ich mir mein eigenes Forum geschaffen habe mit diesem Buch, um mich darüber austauschen zu können. Dann machen wir mal eins nach dem anderen. Zunächst mal, ja, Corona geschädigt, eben auch Sie bei Leseweise abgesagt, die erreichen sich ja heute bei Ihnen aus. Wo ist das Umfeld, in dem Sie gerade sind? Gerade ist es wahrscheinlich gar nicht so typisch für mich. Ich bin in einer Kleinstadt im Nordhessen in Fulda, dort wo ich aufgewachsen bin, im Haus meiner Eltern. Sonst bin ich aber eigentlich immer in Hamburg-Altona. Eigentlich wäre ich jetzt, wie gesagt, mit dem Buch unterwegs, bin aber nun durch den Wegfall dieser Lesereise und dadurch, dass man eben oder dass der Kreis, in dem man sich bewegt, geografisch enorm zusammengeschnurrt ist, mich eigentlich gezwungen, zumindest mit dem Gedanken ein bisschen zu reisen und verrückt zu werden. Und das ist perfekt, um ein neues Buch zu schreiben. Ich bin gezwungen, jeden Tag einen kleinen Ausflug am Schreibtisch zu machen und kann auch nichts sonst tun. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag Wäsche machen und wie man sonst so prokrastiniert. So, und weil eben alle Vergnügungen, denen man sonst nachgeht, also ich tanze viel Tango zum Beispiel, das fällt natürlich gerade weg. Wenn das nicht stattfindet, was macht man? Man arbeitet. Und ich glaube tatsächlich, dass es ziemlich vielen Schreibenden gerade so geht, dass die Arbeitsstunden eher steigen. Ja, prokrastinieren tatsächlich benutzt. Ich kannte das jetzt nur in der gelegenen Form, also im Sinne von alles auf seine Zeit schieben und sich ablenken und alles Mögliche. Bevor wir jetzt aber über Ihr nächstes Buch reden, reden wir erstmal über das Aktuelle, den Roman, den Wittbeck. Und Sie haben das Thema ja gerade schon angesprochen, beziehungsweise gesagt, das ist ein besonderes Thema und das läuft ein bisschen unter der Überschrift BDSM. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nicht in der Lage bin, diese Abkürzung richtig auszudeuten. Was heißt BDSM? Das muss jetzt wieder mir ausbuchstabieren. Ja, also es ist ein Sammelbegriff, eine Abkürzung bestehend aus ganz vielen Worten. Ich hoffe, ich bekomme sie jetzt alle zusammen. Bondage, Dominance, Discipline, Submission. Und also ich glaube, das ist mindestens ein. Also das sind mehr Worte als eigentlich Buchstaben. Also Fesseln, Dominanz, Unterwerfung. Genau. Das ist ein bisschen was bedeutet. Doch, das wird glaube ich. Nur ist es eben schon so ein arges Zufallwort. Also das ist ziemlich viel drin. Und auch die einzelnen Begriffe sind ja wirklich ausgleichbar. Ich habe jetzt wirklich
vor zwei, drei Tagen ein Interview mit einer Doktorandin der Universität München, die eine Doktorarbeit schreibt. Zum Thema, wie man sich als SM, ja, oder als SM-Sexuelle, ich finde das Wort schon nicht so deutlich, warum bitte ist das denn, dass viele sich damit nicht wirklich identifizieren kann? Oder zumindest nicht öffentlich. Und ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass dieser Begriff BDSM, dass er so viel bedeutet. Und so viele Gesichter kann man sich wirklich quasi in den Hintergrund machen. Also, ich habe Sachen sehen, die ich habe wirklich gar nicht machen. Dann zieht man sich den Begriff auch gar nicht so gerne an. Deswegen. Naja, wir schmücken uns damit, eine liberale, offene Gesellschaft zu sein. Und lassen inzwischen ja auch viele Formen von Sexualität und Liebe gelten, und sei es Transsexualität, Asexualität, Homosexualität. Nur dieses Thema kostet immer noch so ein ziemlich verrückendes Schattendasein. Und ich frage mich, warum muss das denn sein? Also, wir schreiben ja niemandem, außer konventionell sich selber. Jetzt sind wir das körperlich. Und dementsprechend finde ich es ehrlich gesagt gerecht. Denn über keine Spielart der Liebe có vẻ bị lâu, tại vì mình có đỗ ở chỗ Park Plus, chỗ xe đậu bãi đậu xe ấy, thì quay cái cảnh đường phố nó đi qua lại cái ngày dịch Corona. Ngày từ ngày hôm nay là mọi người phải đeo khẩu trang khi mà đi cửa hàng hay là đi đâu đấy. Đau đầu quá, uống một cốc Red Bull hơi đỡ các bạn ạ. Đấy, bây giờ lượng xe cũng hơi đông đông rồi đấy. Mấy tuần trước là vắng teo, không có một tí nào cả, nhưng mà hôm nay thì thấy khá khá người rồi. Có thể người ta hết sợ rồi, người ta lại đi làm. Vì có nghe nó nói là nếu mà trời mà ấm lên ấy thì cái con virus này nó sẽ bị chết. Môi trường ấm thì virus chết, khô mát con virus sẽ sống. Đấy là theo mình được người ta nói lại như vậy.
zwei Sätze heraus mit der Pianistin Katja Reuter. Die Tür arbeiten wir und da habe ich mit einem Mann gesprochen, wir sind noch vier. Das Wasser mit zusammengeworfen ist. Unter meinem Namen. Alexander Herrmann hat heute telefoniert. Er ist ja bestens bekannt durch seine Kochshows im Fernsehen, außerdem auch beliebt bei Wagner-Fans, die nach Aufführungen gerne bei ihm einkehren. Und auch sonst natürlich. Bei uns auf BR Klassik ist er zurzeit aktiv als Beethoven-Botschafter, weil er selbst Beethoven-Fan ist. Allerdings noch gar nicht so lange. Und er hat auch noch viele Fragen. Kommt immer zu Serra, Maite. Und wen fragt er? Und zwar in der Aktion. Wo geht's hier zu Beethoven? Ab Mittwoch. Kommt immer zu BR Klassik mit Sternekoch Alexander Herrmann. Ich habe es Ihnen schon gesagt, wir haben telefoniert heute Vormittag von Homeoffice zu Homeoffice natürlich. Aber mal ganz ehrlich, was macht eigentlich ein Flughafen München wird weiter heruntergefahren. Ab Mittwoch wird die Passagierabfertigung im Terminal 1 bis auf Weiteres eingestellt. Das hat der Flughafen dem BR bestätigt. Alle An- und Abflüge werden dann über das Terminal 2 abgewickelt. Wegen der Corona-Pandemie und den Reisebeschränkungen ist der Flugverkehr im Erdinger Moos drastisch eingebrochen. Vor knapp einem Monat wurde Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter in seinem Amt bestätigt. Heute stellten die Fraktionsspitzen im Münchner Rathaus einen Koalitionsvertrag vor. Es waren lachende und augenscheinlich auch sehr zufriedene Gesichter, die im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses ihren Koalitionsvertrag vorstellten. Im Gegensatz zur vorangegangenen sogenannten Kooperation mit der CSU sprach SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter heute von einer echten Koalition. Wir haben Koalitionsverhandlungen geführt, die einfach auf einem ganz anderen Niveau der Zusammenarbeit einfach im persönlichen Umgang waren. Und man hat halt das Gefühl, dass hier einfach die gemeinsame Zielrichtung, die gemeinsame Idee für München passt. Die Koalition kommt im Münchner Stadtrat auf 44 von 80 Stimmen. An erster Stelle steht neben Wohnen. Diese Aura und diese Worte auch immer noch da. Also auch weg. Đấy, các bạn thấy giao thông hôm bữa nay rất là đông, hầu như là rất nhiều xe. Bên mé tôi là rất đông xe. Hướng đi về thành phố Đà Kho. Xe rất nhiều. Nên là mấy tuần sợ dịch cúm Corona, bây giờ mọi người lại đi lại bình thường. Und das Beste von heute bei der Arbeit. Radio Arabella. Fire!
denke nur an den Resetter, der. Komm, komm, also den hier, da kommen wir gehen. Oh, wenn er hoch Karls fällt. Die Hole, na, die Hose, na, na, muss gehen. 1.500 mét. Và trước đây hồ này là một cái hồ để cho lính của Mỹ tập trận, tập bơi. Ở bên tay trái tôi. Nhưng mà sau đó đấy thì họ cải tạo lên là thành nơi mà kiểu cho đi tắm vào mùa hè. Rất đẹp. Cây số giờ nhưng cấm vượt. Đoạn này nó cũng hơi nguy hiểm, nó có nhiều các loại xe đi vào, các luồng nó đi vào một luồng. Bây giờ thì mình được vượt rồi. Hai chiếc BMW Cabrio Golf. Thank you.
Wir schauen uns die. Und dann holen wir Sand. Nachhaltig Urlauben im Fährhotel Hochfilzen mit regionalem Frühstück und Bioprodukten inmitten der Kitzbühler Alpen und direkt im Haus unser Trainingszentrum Nordic Academy. Fairer Urlaub im Fährhotel Hochfilzen. Gutscheine auf radioarabella.de/verwöhntage und die Hälfte übernehmen wir. Mein Name ist Florian Kohler, Geschäftsführer des Toyota und Lexus Autohaus BET München GmbH. Die Corona-Krise ist für uns alle wie ein falscher Film, aber sie ist Realität. Die BET München GmbH sorgt weiterhin für Ihre Mobilität. Unser geschultes Werkstattteam steht selbst in diesen Zeiten für Sie vor Ort. Auch der Online-Vertrieb läuft weiter. Sie erhalten ab sofort bis zu 43% Rabatt auf Pkw und Nutzfahrzeuge. Sie bleiben gesund, wir halten Sie mobil. Ihr Florian Kohler, Toyota-GmbH.de. Atme ein. Du bist in Dhaka, Bangladesch. Bleib ganz bei dir. Du kannst niemandem vertrauen. Wenn du Schmerzen spürst, nimm sie als Geschenk. Sie zeigen dir, dass du noch lebst. Öffne die Augen, bevor es zu spät ist. Atme aus. Tyler Rake, Extraction, nur auf Netflix. In schwierigen Zeiten zeigt der Münchner Einzelhandel Stärke. Oh, was der und in der Sinn, wenn für einen präsentieren sich ihre Lieblingsgeschäfte und zeigen die gesamte Vielfalt der Stadt. Kaufen Sie hier ein und sichern Sie Arbeitsplätze in Ihrer Stadt. Auch wir von Radio Arabella unterstützen Kauflokal.com. Eine Initiative des Münchner Handels, unterstützt von Radio Arabella. Bringen Sie pure Lebensfreude in Ihren Garten. Sie wissen, dass Sie den traumhaften Schönen und ganz neu gestalteten Musterparks von Auer Bauzentrum in Erding, Mintraching, Pasdorf, Dorfen und Landshut. Auer, bauen kann so schön sein. Gute Neuigkeiten. Ab sofort heißen wir Sie in allen Skoda-Autohäusern wie...